Basti, was sind denn eigentlich die Winner-Produkte? Das heißt, was sind die Produkte, mit denen man im E-Commerce, speziell im Print-on-Demand-E-Commerce, mit Abstand am meisten Geld verdienen kann? Und das nicht nur, womit habt ihr am meisten in 2023 Geld verdient, sondern womit kann man auch in 2024 das meiste Geld verdienen? Das heißt, wo liegt das größte Potenzial? In diesem Sinne, hallo, grüß dich, mein Name ist Bastian Huck, professioneller E-Commerce und Print-on-Demand-Coach, mittlerweile seit 6 Jahren im Bereich E-Commerce unterwegs. Ich habe die Huck Consulting E-Commerce EG gegründet und damit du vor allem auch siehst, dass ich keiner bin, der irgendwie nur aus der Theorie erzählt, niemals in der Praxis unterwegs war, wie super viele andere Coaches oder Agenturen da draußen, werde ich dir hier oder hier, je nachdem, einfach mal etliche Umsätze, etliche Beispiele unserer eigenen Kunden einblenden, damit du siehst, 30, 50, 60, 80, 100.000 Euro, was du jetzt gleich sehen wirst, auf monatlicher Basis ist für uns im Endeffekt ganz normal und deswegen wissen wir auch ganz genau, welche Produkte mit Abstand am besten funktionieren. Dementsprechend 2, 3 Tipps vorab. Punkt 1, guck dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Warum? Dann kannst du im Endeffekt die Produkte, die ich dir nennen werde, entweder jetzt direkt oder in den nächsten Tagen direkt in deinen eigenen Online-Shop integrieren. Zweiter Punkt, wenn du in Zukunft möchtest, dass YouTube dir automatisch mehr von solchen Videos anzeigt. Das bedeutet, alles zum Thema E-Commerce, wie baue ich einen eigenen Online-Shop auf, finanzielle Freiheit, Unternehmertum, wie kann ich rauskommen aus dem 9-to-5-Job, aus dem Angestelltenverhältnis und so weiter und so fort. Dann jetzt an dieser Stelle einfach kurz unterhalb des Videos den Like-Button drücken, denn dann weiß der YouTube-Algorithmus Bescheid und du wirst in Zukunft automatisch mehr von solchen Videos angezeigt bekommen. Und was ich dir jetzt mitgebe, das werden im Endeffekt 3 Sachen sein oder 3 Produktarten, die sich einfach in diesem Jahr extrem, extrem gut verkauft haben und wo der Trend praktisch auch immer mehr, immer noch mehr wird. Das eine ist, so simpel das Ganze jetzt klingt, es sind Hoodies. Warum? Es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Nische du unterwegs bist. Deswegen, du kannst im POD, du kannst nicht jedes Produkt für jede Nische nehmen. Beispiel Hoodies gibt es auch wieder unterschiedliche. Wir haben organische Hoodies, wir haben aber auch nicht organische Hoodies. Wenn du jetzt in veganen Nischen unterwegs bist oder in der Yoga-Nische unterwegs bist oder in anderen Nischen, die halt sehr, sehr bewusst sind, die extremen Wert auf Nachhaltigkeit und auf Qualität legen, dann ist es da schon mal wichtig, dass du diese organischen Produkte drin hast. Aber auch da musst du wieder gucken, und das ist kombiniert mit dem zweiten Punkt, was ich dir mitgeben will, das sind Oversized-Produkte. Das heißt, sowohl Oversized-Hoodies als auch Oversized-Shirts. Warum? Der Großteil der Leute, die bei uns einkaufen, sind jetzt nicht gerade die, die im Alter 50, 60 oder 70 Jahre alt sind. Nein, die Brands, die wir aufgebaut haben, da sind die meisten Kunden, ich sage jetzt mal im Bereich zwischen 20 und 50, maximal 55 Jahre alt. Das meiste spielt sich ab im Alter zwischen 25 und 45. Und das sind halt auch genau die Leute, und deswegen machen wir auch so hohe, so extreme Umsätze, die diese Sachen halt nicht einfach nur kaufen, damit es zu Hause irgendwie im Kleidungsschrank rumliegt oder keine Ahnung was, sondern die lieben es, sich selbst zu verwirklichen, wenn die bei einer Streetwear-Brand einkaufen, wenn die bei einer Nischen-Brand einkaufen und so weiter und so fort. Deswegen auch bei den Hoodies als auch bei Shirts, guck, dass du Oversized-Artikel mit drin hast. Zumindest wenn du in Nischen, sage ich mal, unterwegs bist, wie zum Beispiel du hast eine Streetwear-Brand, du bist in irgendeiner Musikrichtung unterwegs, ja, du hast im Bereich Techno, im Bereich Rave, im Bereich Hip-Hop. Genauso, wenn du jetzt im Bereich Yoga unterwegs bist, brauchst du es wieder einen kleinen Ticken weniger, weil da sind einfach mehr Frauen unterwegs. Ja, die sind filigraner, die sind femininer, die sind weiblicher. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, wie ich es immer sage, wenn du eine eigene Brand in diesem Bereich aufbauen möchtest, dann musst du 1:1 wissen, okay, wie funktioniert meine Zielgruppe? Wie sieht mein Zielgruppenavatar aus? Wie sind die Emotionen meiner Zielgruppe? Und dann natürlich auch, welche Sprüche, welche Emotionen, welcher Humor funktioniert in meiner Zielgruppe mit Abstand am besten. Denn nur wenn du das verstanden hast und genauso, wo muss ich meine Designs in meiner Zielgruppe eigentlich platzieren? Habe ich mehr Brusttaschendesigns, wie jetzt hier von Tommy Hilfiger, die einfach nur ganz, ganz dezent ihr Logo hier drauf haben? Oder habe ich mehr Designs, die hier in den Brustbereich drüber gehen? Oder habe ich Designs, die einfach hinten ganz, ganz groß als Backprint drauf sind, wie bei super vielen Streetwear-Brands? Diese ganzen Sachen muss ich wissen. Und dann natürlich auch, hey, bin ich in der Nische drin, die, sage ich mal, auffälliger ist, die farbiger ist, die knalliger ist? Oder bin ich in der Nische drin, die eigentlich super dezent, die super filigran ist, die vielleicht eher verspielt ist oder einfach ja, sehr kleine Schriftarten hat und vielmehr eigentlich nur mit dezenten Brusttaschendesigns arbeitet? Das musst du wissen. Du musst vorher wissen, welche Produkte sich in deiner Nische mit Abstand am besten verkaufen. Und das übrigens, wenn du dich vielleicht auch gewundert hast, wie es bei unseren Kunden geht, dass sie in verhältnismäßig, ich sage jetzt extra verhältnismäßig kurzer Zeit, das bedeutet für mich innerhalb von wenigen Wochen bis, sage ich mal, 2 Monate, maximal 3 Monate, so hohe Umsätze schieben, weil die halt im Endeffekt wirklich von uns das Wissen aus 5 bis 6 Jahren Praxiserfahrung E-Commerce
welche Designs verkaufen sich in welcher Nische einfach direkt mitbekommen und halt nicht mehr diese extremen Fehler machen oder so extrem viel Geld verbrennen wie andere, die bei Null starten, die keine Ahnung haben. Und es ist ja auch ganz normal, wenn du E-Commerce nicht gelernt hast, kannst du es ja auch gar nicht können, das ist normal. Wenn du Medizin nicht studiert hast, dann kannst du nicht Arzt sein. Es ist komplett normal, dass du diese Fehler machst. Und jetzt der dritte große Bereich, also nochmal zusammengefasst, Hoodies, vor allem im Oversize-Bereich, auch im T-Shirt-Bereich, Oversize, passend zu deiner Nische. Und der dritte Punkt, personalisierte Produkte. Wir haben aktuell die Möglichkeit, dass wir sogar Amazon große Probleme machen, weil Amazon kann keine personalisierten Produkte abbilden. Und heute ist es einfach so, jeder will was Besonderes sein. Die Menschen wollen keine Produkte mehr von der Stange kaufen. Wie ich es, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, Starbucks und Coca-Cola, milliardenschwere Konzerne, haben es uns ja schon vor Jahren vorgemacht. Starbucks war einer der ersten Konzerne oder der ersten Unternehmen oder Geschäfte, die angefangen haben, wenn du bei denen irgendwie Kaffee oder dir irgendeinen Becher geholt hast, dann hast du plötzlich einen Becher bekommen, wo dein Name drauf stand. Das war am Anfang nicht so. Aber Starbucks hat sehr, sehr schnell begriffen, dass die Menschen persönlich angesprochen werden wollen, dass sie Produkte haben, die für sie gemacht sind. Und wenn es nur der Kaffeebecher war. Kurze Zeit später hat Coca-Cola genau dieses Konzept auch für sich adaptiert und für sich kopiert und hat plötzlich, du kennst es vielleicht auch, wenn du im Supermarkt an der Kasse warst, hast du immer diese Coca-Cola-Dosen kaufen können, wo dein Vorname drauf stand. Oder du konntest deiner Freundin eine Coca-Cola-Dose mitbringen mit deren Vorname. Und genau das Gleiche machen wir auch. Wir personalisieren Produkte. Und wir sind im Print-on-Demand-E-Commerce die Einzigen, die die Möglichkeit haben, Produkte zu personalisieren. Das kannst du in keinem anderen Bereich. Und du kannst es auch nicht, wenn du auf irgendwelchen Marktplätzen verkaufst. Du brauchst einen eigenen Online-Shop und du brauchst eine eigene Brand. Riesengroßer Vorteil, langsam kommen hier irgendwelche Mücken. Riesengroßer Vorteil ist einfach, dass du damit Produkte hast, die kein anderer hat. Das heißt, Leute kommen gar nicht auf den Gedanken, dein Produkt woanders zu suchen oder billiger zu suchen oder sonst was, sondern die Leute wissen, ich krieg's nur in deiner Brand. Ich habe keine Möglichkeit. Ich krieg's nicht günstiger, ich krieg's auch nicht irgendwo anders. Und das ist auch genau der Grund dafür, dass unsere Kunden einfach auch mit den Shops, die wir hier gemeinsam aufbauen, die haben eine Sicherheit, die haben eine Langfristigkeit. Und wenn du das drin hast, wie ich immer sage, dann kannst du irgendwann raus aus deinem Job. Es bringt dir nur was, wenn du nicht nur einmal, sondern jeden Monat deine 3, 5 oder lass es 8 oder 10.000 Euro oder auch mehr sein verdienst. Wir haben den riesengroßen Vorteil, im E-Commerce hast du keinen Deckel nach oben. Und wenn du sagst, hey, du willst nicht mehr wie vielleicht die letzten Jahre irgendeinen Zug verpassen, wieder irgendeine Chance verpassen, wieder nicht ins Handeln zu kommen, sondern du willst endlich deine Brand aufbauen, um halt auch irgendwo aus dem Job rauszukommen. Ich meine, guck mal her, wir sind jetzt hier am Wannsee und da bin ich relativ oft im Sommer, weil es einfach Spaß macht, weil es eine tolle Atmosphäre ist. Hier kannst du einfach mal entspannen, hier kannst du Gedanken tanken und das kannst du, egal ob es mittags ist, ob es vormittags ist, ob es am Abend ist. Wir haben jetzt ungefähr 18 Uhr, jetzt geht dann die Sonne wahrscheinlich irgendwann bald so ungefähr 2 Stunden unter. Du kannst dein eigener Herr sein, du kannst deinen Tag so gestalten, wie du das möchtest. Und du entscheidest, arbeite ich jetzt vormittags 1-2 Stunden, mache ich es nachmittags oder bin ich eine Nachteule und mache das irgendwie nachts und kann den ganzen Tag so genießen, wie ich das möchte. All diese Freiheiten hast du, wenn du eben Online-Shop-Betreiber bist. Jetzt habe ich oben auch noch eine Fliege im Haar, katastrophal, ich glaube, das wird das letzte Video für heute. Und wenn du sagst, hey, das willst du dir aufbauen, du hast Bock drauf, dein eigenes Ding zu machen und dein Leben einfach wieder zu einem Abenteuer zu machen, so blöd das klingt, dann kannst du dich hier gerne unterhalb des Videos mit dem Link für unser Beratungsgespräch bewerben. Da lernen wir uns erstmal kennen, gucken natürlich, wo du aktuell stehst und wo du hin möchtest. Und wenn alles passt, werden wir deine Brand auch gemeinsam für dich aufbauen. In diesem Sinne, ich freue mich, dich kennenzulernen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, ganz, ganz wichtig, einfach auf Instagram folgen. Dort kannst du mich auch privat anschreiben. Und wenn ich nicht zu viel zu tun habe, versuche ich auch meistens so schnell wie möglich zu antworten. Ich wünsche dir einen schönen Restfeierabend. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Dein Bastian.